Was in meinen Augen auch zu wenig stattfindet, aber das hat sehr viel damit zu tun, dass einem dieses politische Geschäft kaum Zeit dafür lässt, weil man auch mit so unglaublich viel Unsinn zwischendurch oder auch Ritualen und ähnlichen Dingen befasst ist, dass man sich mal auch die Zeit nimmt, sich in aller Ruhe, ohne mediale Begleitung, Expertise zu verschaffen und sich mit Experten zu umgeben und auch mal Ideen fliegen lässt, wo man, wenn sie medial verbreitet würden, sie einen um die Ohren auch fliegen würden, aber wo man einen, wenn man so will, einen sicheren Raum hat, wo man sich austauschen kann und wo aus dem Austausch Expertise entsteht und eine Tiefe entsteht, wofür einem im politischen Alltag, insbesondere im Regierungsalltag, faktisch nicht die Zeit gegeben ist. Am Ende muss man sich sehr oft auf die Expertise jener verlassen, die einen zuarbeiten. Gysi gegen Gutenberg.